Hallo, lieber Aufrufer hier, Lichtgeschwindigkeit, noch immer lauern Blindgänger. Ich rede hier von meiner Publikation aus dem Jahre 2001 zum 11. September, dem Einsturz der beiden Türme in New York, die Entführung Al-Qaida, alles was hier an Clash of Culture diskutiert wurde, einschließlich Afghanistan-Krieg, Irak-Krieg und alles, was das zur Folge hatte, wurde von mir damals jeden Tag voll analysiert und aufgenommen, was die Medien berichteten, wie Meinung gemacht wurde, wie der Krieg vorbereitet wurde und so weiter. Und das ging dann monatlich September, Oktober, November 2001, Dezember, noch immer gibt es Visionen und dann Januar 2002, noch immer. Ich habe das dann im März 2002 abgeschlossen. Es wurden jeden Tag Berichte geschrieben und die sind hier veröffentlicht worden unter der Überschrift: Noch immer ist Macht unbestreitbar und Gerechtigkeit umstritten. 15 Notizen zu Attack on America im März des Jahres 2002, gedruckt und veröffentlicht und jetzt nach 10 Jahren unverändert gezeigt. Hier sehen wir eine Situation aus der Raumüberwachung zu militärischen Zwecken. Hier sehen wir die vollautomatisch computerisierten, roboterartigen amerikanischen Infanteristen. Und hier auf der Frontseite sieht man die Optik aus dem Cockpit des Flugzeuges, das auf das World Trade Center Nord angeflogen ist, um da hineinzuknallen. Wenige Sekunden später, so hat es ausgesehen. Und wie bereits in den anderen Berichten, heißt also der erste Beitrag hier dann, wie das Heft auch heißt, 3-11-02, also 9-11, 10-11, immer der 11. des Monats ist mein Stichtag gewesen, also hier vom 11. März 2002, noch immer ist Macht unbestreitbar und Gerechtigkeit umstritten. Und Sinn der ganzen Sache ist, dass heute wir über diese ganzen Geschehnisse mehr oder weniger eine Vorstellung haben, die eventuell abweicht von der Vorstellung, die man aufgrund der damaligen Medienlage unmittelbar haben konnte. Dies sind jetzt hier sozusagen mediale Fakten und man kann das vergleichen mit dem Bild, das man heute hat und kann dann aus den Zusammenhängen sich vorstellen, wie kommt das vielleicht, dass das Bild verändert ist, verflacht ist oder sogar entgegengesetzt ausgeht. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Also 3-11-02 lautet wie folgt: March 11, 2002, nach 6 Monaten ist das weit vereinende Erlebnis der Bilder von dem zerstörenden Angriff auf das World Trade Center in New York als Orientierungsereignis so weit klein gearbeitet. Die Reaktions- und Aktionskollektivierungen sind wieder in diversifizierte Positionen zerteilt. Für die Politikformationen der Welt gelten wieder eigenartigere Schlüssel. Manches ist nicht mehr wie vor dem 11. September. Was wird unten gezeigt? Vor uns stehen bekannt gewordene Kriegstatsachen, Desinformation, Verheimlichung und Agitation, wie die vielseitigen Verwertungsbedenken zur politischen Aufklärung und Entschlüsselung an. Die Fortführung neuer Attacken und Katastrophen ist nach 6 Monaten nicht mehr auf den propagandistischen Anschluss zum 11. September angewiesen, es sei denn auf den Grad der Abstumpfung des lethargischen Empfängermobs oder die Mobilisierung der Finanzierungsausweitung.
Die United States agieren aus dem materiell-seelischen Alarmzustand, im Krieg zu stehen. Vom Sturz der Türme aus wurde die Massenkommunikation in den Krieg geführt. Damit hat der stoffverändernde Führer Bush Jr. einen weltgeschichtlichen Rang erworben, ähnlich Nero, Hitler, Stalin oder Kennedy. Der noch immer Bericht geht von der soziologischen Voraussetzung aus, dass alle geistig Beteiligten der ganzen Welt geistig und materiell wohl oder übel zusammenspielen. Ob darin nun der Krieg als ein Friedensprozess oder als Machtwillkür angesehen wird. Die Untersuchung zielt auf das Soziale. Das ist die Interdependenz der Aktionen und Reaktionen, die sich fortlaufend gegenseitig beeinflussen, insofern die sozialen Folgen nicht totalitär abgewürgt werden, ist niemand, ob Spieler, Opfer, Mitspieler oder Gegenspieler, in der Rolle des unwirksamen, unschuldigen Spielballes. Und was sagen die Leute? Ich bin dafür, dagegen, ist egal, stimmt gar nicht. Interessiert mich nicht, kann man nichts machen. Die herrschenden Kräfte, Level geht weiter. Hauptsache, mir geht's gut. Der erste Beitrag aus dem Heft 311. Noch immer ist Macht unbestreitbar und Gerechtigkeit umstritten. Attack on America. Danke für den Aufruf.